Sehr schön. So, einen schönen guten Abend wünsche ich euch. Wieder live hier bei Twitch, bei den Zockerhecken Games. Und wieder mit mir, dem Fuchs, am Gamepad der One. Ja, und ich habe es vorhin schon gesagt, wir spielen heute Resident Evil Revelation 2, Episode 1. Genau, habe ich mir zugute getan. Heute mal wieder eine Runde, mal gucken, was so Resident Evil so zu bieten hat. Das Spiel ist ja schon seit dem 25. Februar im Store erhältlich. Und ja, jetzt habe ich einfach mal Lust drauf gehabt und wollen das heute einfach mal ein bisschen antesten, würde ich sagen. Resident Evil. Okay, erstmal die Anpassung hier machen. Also, oft bei Standardding hier mit schön dunkel ist. Ah, ich will da nicht so viel dran rumfummeln. Ja, Deutsch, Untertitel brauchen wir nicht. Okay. Drücken Sie B, vorhin abzubrechen. Nein. Ein neues Kompatibilitätspaket ist verfügbar. Möchten Sie es herunterladen? Wenn Sie es nicht herunterladen, werden Sie einige Funktionen, das ist etwas. Also wenn ich es im Hintergrund runterladen kann, wäre es natürlich schön, aber soll ich jetzt mal auf Ja drücken? Möchten Sie? Nein, will ich nicht. Das habe ich mir schon gedacht, das müsste zwar den Stream jetzt unterbrechen und das wäre blöd. Ich knusper mal ein bisschen ins Mikro. Hab ja heute leckere Kesselchips am Start. Das ist so Standard Energy, wa? Zockerchips und Energy. So, Einstellung. Ah, das kann man sogar Koop spielen. Oh, das ist ja schon mal cool. Das ist ja cool. So. Will mal einfach machen? Ich mach mal einfach, weil es so viel Luschen für mich, wie mich. Furcht vor der Nacht. Furcht vor der Nicht-Nacht. Bioterrorismus. Die Welt lebt damit. Sie leben damit. Viren werden gestohlen, manipuliert, zweckentfremdet, mit tragischen Folgen. Aber wem können sie noch vertrauen? Das ist Politikern, die, die ihre Seele für einige Wählerstimmen verkaufen? Firmenchefs, die Konsumenten für den schnellen Profit betrügen? Vertrauen sie stattdessen uns. Wir stehen über der Politik. Stets wachsam. Stets bereit, der Gefahr die Stirn zu bieten. Wir sind der wackere Wischmob, der die Übel von Bioterrorismus und chemischer Kriegsführung aufwischt. Geil. Man nennt uns Terrasse. Und sowas muss man echt geben, oder? Muss nicht mit Oristen. Hey Leute. Redfield. Oh, hi Claire. Schon mal nett gemacht. Ah, Claire. Hey. Die alte Claire. Hey Claire. Ich weiß gar nicht mehr, die hatte ja mal einen Kollegen. Ich weiß gar nicht, worum ging es denn damals? Willkommen im Club. Um ihren Bruder oder ihren Kumpel? War doch da irgendwie so. Einer hat den anderen gesucht. Dienst, Frau Redfield. Wann fängt die Quälerei Redfield, an? Genau, Claire so. Redfield. Wie lange ja. sind wir Freunde? So. Lang genug, dass ich dich verarschen darf. Psst. Claire, kannst du mal... Was ist los, Neil? Irgendetwas geht davor in Washington. Hast du etwas gehört? Was, das neue Virus? Komm schon. Du weißt, Tricell ist Geschichte, oder? Hallo?
Die Arbeit ist bei TerraSafe, ja? Die Claire. Hey, ist das Burtons Kind? Ja, Moira hat heute angefangen. Aber Vorsicht, rede mit ihr besser nicht über... Sie und ihren Vater? Aber hallo, gefährliches Terrain. Okay, du bist informiert. Was für Verletzungen der Privatsphäre hast du dann noch drin? Hey, ich beschütze nur TerraSafe. Wir haben unsere Gegner. Wie auch immer, viel Glück beim Einreiten. Sie ist doch kein Pferd. Ciao. Oh. Oh, was hat er jetzt angestellt? Scheiß Barry. Egal, um was ich ihn bitte, er ist dagegen. Jedes Mal. Ich wäre nicht einmal hier, wenn ich auf ihn... Ups. Das ist unangenehm. Oh, meine Batterie ist gleich alle. Das ist schlecht. Mal schauen, wo ich mein Kabel. War es das? Ja. Ich muss schnell. Ja, Superman. Gleich. Erstmal mein Kabel reinstecken. Wir haben es gleich. Oh, Intro geht ja noch weiter. Wie funktioniert das jetzt, ohne dass... Nur, dass ich abgehackt bin, vielleicht nicht mehr zu hören sein sollte. Mein Gott. So. Warum hat sie sich geöffnet? Ich hab nichts gemacht. Man kann sie mich wieder hören. Ich hab mein Kabel dran. So. Ja, jetzt sind wir direkt im Spiel. Also, das Intro war ja schon mal echt cool. Wollen wir mal gucken. Jetzt sind wir hier irgendwie gefangen worden. Sieht ja schon mal ganz nett aus. Also ich habe jetzt erstmal mir die erste Episode geholt, wie man sehen konnte. Die kostet ja im Store im momentan 5,99. Oder halt das ganze Spiel mit allen Staffeln würde dann 24,99 kosten. Also finde ich auf jeden Fall ganz cool. Und erstmal die ganze Sache ein bisschen antesten. Ist das Moira? Okay. Oh mein Gott, Claire! Keine Sorge, ich werde dich da sofort rausholen. Gut gesagt. Mal sehen, wie. Claire, so, ich würde erstmal kurz meine Nachricht nachschauen hier. Ja. Ja, Superman schreibt gerade, der Aufbau ist ja wie im Film, krasse Scheiße, ja. Kann man wohl laut sagen. Ist gut gemacht, also ich find's toll. Ich find's im ersten auch die Grafik jetzt erstmal echt sehr beeindruckend. Ich meine, für 6 Euro, Alter, kann's ja wohl mal echt nicht meckern. So, jetzt wollen wir mal gucken hier, wie wir das Fräulein hier rauskriegen. Ach. Moira, geht's dir gut? Haben sie dir wehgetan? Ja, ich erinnere mich nur an... Hey, beruhig dich. Ich mein... Was zum Verschissenen geht? Oh, Claire, ich will nur nach Hause. Keine Sorge. Wir werden hier rauskommen. Fliehen Sie aus der Anlage. Es geht nicht alles mysteriöserweise erstmal auf. Was haben wir gemacht? Wünschte, ich wüsste es. Gedreht. Okay. Was glaubst du, was das mal war?
Ich glaube nicht, dass das jemand wissen möchte. Er schreit. Hey Baby, komm mal Hast lieber. Hast du das gehört? Ist hier drin noch jemand? Hm? Da sieht's schon mal schweinig aus. Schreck mich bloß nicht. Das ist immer das Tolle am Horrorspiel, wenn man anfängt, dann ist erstmal eine Weile lang gar nichts. Dann wartet man bis auf das erste Monster. Das könnte nützlich sein. Dann bin ich Lampenträger. RT-Heap. RT ist ja hier. Okay. Gut. Also das ist jetzt schon mal der Anfang. Wenn ich jetzt schon mal ein Messer finde, dann weiß ich, dass demnächst einer kommt, den ich abstechen muss. So. Ah. Das. Oh mein Gott, was für eine Scheiße. Auf der anderen Seite der Scheibe muss es weitergehen. Okay. Das ist ja bei so einem Spielen immer knapp auf Reserve. Das ist ja bei so einem Spielen immer so. Mit den Knarren. Dass man da mal aufpassen muss wegen der Munition. So, Regeln für die Überwachung von Testpersonen. Okay. Ist ja schon mal. Aus, als wenn hier schon mal ein Kampf stattgefunden hat. Ich glaube, wir können da unten durchkriechen. Hilf mal, Moira. Also hier wird alles mit A gelöst. Los! Okay. Vorsicht! Bleib zurück! Ja, mehrmals draufdrücken, oder?
scheiß die Wand an. Alter Schwede. Na, ich werde aber erschrocken. Ui. Ja, sie hat wohl auch nicht damit gerechnet. Ich weiß es nicht. Okay, da schreit jemand. Weiter, weiter. Oh. Oh Gott. Boah. Renn noch nicht weg. Heilige Scheiße, es wird sie töten! Komm! Schnell! Oh, hier ist eine Pflanze. X. RB gedrückt hat, um Kraut zu benutzen. Bei TerraSafe. Warum tut jemand so etwas? Oh. Ich kann den Wind draußen hören. Das muss der Weg hier raus sein. Dann müssen wir irgendwie da durch. Ja, nicht schlecht. Also die... Die Überraschungsszene war gerade halt echt schon mal cool. Das hat geschockt. Oh, was ist mit Linus? Ah, der hat Schlüssel bei. Soll das jetzt bedeuten, wir nehmen uns die einfach mal? Halt mich fest. Okay. Komm, schaffst du. Hab ihn fest. Ah, verdammt. Hat sie den Schlüssel? Ich glaube, ich müsste mir Kopfhörer aufsetzen. Ich glaube, dann flattert einen noch mehr die Pumpe, Alter. Kurz bevor ich einschlafe, also mal schnell. Dann geht's wieder. Der nächste, der jetzt hier hinter so einem Tuch vorspringt. Oh. Ja, man darf nicht vergessen, dass er hin und wieder auch mal ein bisschen hier rumschnüffelt. Okay, da wären wir. Schlüssel ist da drüben. Oh, hier
aber... Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich den Schlüssel einfach so kriege. Oder? Scheiße, was ist das? Der Schlüssel ist weg. So ein Mist. Oh, eine Pistole ist natürlich noch viel effizienter. Du bist verlässlicher als jeder Mensch. Wenn du es sagst. Klasse. Der Schlüssel muss sich beim Fallen gelöst haben. Könnte überall sein. Kann ich damit zielen? Im Dunkeln sehen wir nichts. Such mit der Lampe. Charakter wechseln. So, hier, von der Taschenlampe. Ach, die lädt ja auch noch auf. Denkst du, er könnte im Fall an was hängen geblieben sein? Hm. Ja, ich weiß ja irgendwie nicht so richtig, wo ich hier suchen soll. Denkst du, er könnte im Fall an was hängen geblieben sein? Nee, die sitzt heute auf der anderen Seite der Couch. Meine Mitbewohnerin kann man heute nicht sehen. Die hat sich extra verkrümelt. Es reicht ja wohl, dass ich im Fernsehen bin, oder? Reicht dir das nicht? Sollst mich angucken, Baby. So. Lenk mich jetzt nicht ab, ich muss Schlüssel suchen. So, wo ist der Schlüssel hier? Am Darkst. Mann, oh Mann. Denkst du, er könnte im Fall an was hängen geblieben sein? Ich soll... Was? An was hängen geblieben? Ach so, ja, das kann auch sein. Ach, da oben ist er. Er ist zu weit oben. Ich versuche, ihn herunterzuschießen. Mag da wechseln? Das habe ich auch verstanden schon. Perfekt. Ey, ich wusste auch nicht, dass er hinter der Tür steht. Jetzt kommt noch einer, wa? Vergiss ihn, lauf einfach! Boah, voll im Kopf lauf, geballert. Eurer, lauf! Noch einer? Oh. Wo rennt die denn hin? Ach so, ich muss wieder hoch. Naja, hättest du mal sagen können, blöde Tussi. Wo sind die denn gerade hergekommen? Weil da, wo die herkommen, gibt es auch einen Weg. Na gut, sie ist nach oben gerannt. Lauter Furcht. Wann ist das nur vorbei? Gehen wir zurück und probieren den Schlüssel. Oh, da steht schon einer. Aha, ich gesehen. Ich gesehen, dass er da steht. Hab mich schon mal vorbereitet. LS und B ausweichen. Okay, ach so. Okay. Warum wohl? Alter Schwede. Okay, da ist einer wütend. Ah! Bitte! Ach, Mann. Ich bin immer so schlecht, wenn ich unter Druck stehe. Wie man sieht, treffe ich nur den Arm. So. Aber die Musik ist noch nicht vorbei, also kommt noch jemand. Ich renne ja einfach an der offenen Tür vorbei. Ist ja auch ganz schön. Ist
schlecht von mir. Schon wieder. Hört man ein bisschen mehr auf die Tür nach. Da ist ja einer raus. Weißt du? Ach, Scheiße. Wenn betäubt, RT Nahkampf. So zum Beispiel. Bleibt so. Ja, cool, wenn die Mucke ja nicht mal weg wäre. Die geht mir voll auf den Sack. Ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, war ich hier schon? Ja. Okay. Der Schlüssel hat schon mal gepasst. Oh. Kommt zu Mama. Aha. Okay. Aha, okay, wenn ich ihn nur danach mache, dann verändert sich nichts. Ey, nichts im Weg, Leute. Keule. Ich habe aber nur, was waren das? Zwei Schuss. Wie habe ich nochmal geschoben? War das so? Nee. Nee, war. Normal. Probier nicht mal an. Achso, ich muss hier schon zerschießen. Ha, wie blöd von mir. Du brauchst auch eine Pistole. Nein, brauche ich überhaupt nicht. Sorry, Schusswaffen fasse ich nicht an. Nicht nach der Sache. Mist, tut mir leid. Ganz vergessen. Vielleicht finden wir etwas anderes für dich. Nein, ich bin Taschenlampenträger oder sowas. Ehrlich. Was ist los? Ich hab doch gar nicht Y gedrückt. Ach so, das mache ich von alleine. Aber ich kann's nicht erkennen. Ich leuchte mal mit der Lampe. Ich darf nicht. Cool. Eine Schlagwaffe. Ich kann mit Schlagwaffen. Moja kann mit AT ihren Brecheisen angreifen. Ja, ja. Sie kann außerdem AT eine Folgeangriff, bla bla bla. Okay. Hier war doch gerade noch was, was geleuchtet hat. Kann ich sie aufheben? So, muss ich es anvisieren. Okay. So wie, wie hieß er? Gordon Freeman? Aus Half-Life mit seiner roten Brechstange fühle ich mich jetzt auch gerade. Ein Kind. Lea? Das hast du gesehen, oder? Ja, da war irgendwas. Mhm. Schön einsammeln. Okay. Ich bin ja echt schon auf die Story gespannt, wo ich hier eigentlich bin, warum die mich entführt haben und wer die sind und
Es sind so viele Fragen, die einfach offen stehen. Ich möchte eine Antwort. Es ist ein altes Gefängnis. Was? Wer zum Henker zitiert Gedichte? Habt ihr Angst? Ihr könnt es mir sagen. Sprecht mit mir. Was hat das zu bedeuten? Die Armreife wechseln ihre Farbe als Reaktion auf Furcht. Und wer genau sind Sie? So viel Leiden. Ihr wisst nicht einmal, wovor ihr euch fürchten sollt. Spricht sie mit uns oder zu uns? Ist so eher wie, Saw. Ich habe ein Spiel für euch. Oh, da ist die Freiheit! Ist ja seltsam, ne? Aber kann man nicht anwählen. Oh, ich habe jetzt eine Karte oben rechts. Cool. 3990. Bei Resident Evil gibt es immer nur einen Weg. Hier scheint es rauszugehen. Ah, das erste Rätsel. Ich brauche das dritte Zahnrad. Oh, verdammte Technik. Tja. Oh. Wer baut sowas? Da ist es. Ja, hätte gern eins zu Hause. Schau dir diese Vorrichtung an. Da steckt etwas fest. Es funktioniert nicht. Der Strom ist wohl aus. Vielleicht gibt's einen Schalter. Vielleicht. Ruf doch einfach mal einen Elektriker an. Verbandsmittel, stoppt Blutung und heilt Wunden, auch vom Partner nutzbar. Okay. Teilebox. Mhm. Also könnt ihr zum Beispiel... Nichts machen. Okay, egal. Ich dachte, vielleicht kann ich das Medikit da irgendwie einbauen. Werkbank. Sie können Ihre Waffen an der Werkbank verbessern und austauschen. Y. Okay. Schaden, Stufe 1. Waffe verbessern. So, kann ich jetzt das machen oder was? Okay, bestätigen. Achso, okay. So, jetzt ist die automatisch.
aufgestiegen, die Waffe das. Gut. Also hier funktioniert der Strom anscheinend. Ah, klasse. Moira, ich werde dich stützen. Schau, ob du hochklettern kannst. Okay. So, die hat ja nur das Brecheisen, wa? Kommt bestimmt so richtig irgendwie in Bedrängnis. Allein schaffe ich's nicht. Ja. Aber sie traut sich alleine nicht, sagt sie. Claire, hier lang! Ja. Hier lang. Achso, jetzt. Aha. Ich verstehe. Klar, wenn wir erstmal rauskommen hier. Okay. Ich will doch nur hier raus. Einen Schritt nach dem anderen. Scheiße, nee. Alter, Schrotflinte im Kopf und steht wieder auf. Ich glaub's ja nicht. Was hat er denn da für eine Krankheit am Kopf, Alter? Das lebt auf jeden Fall noch weiter. Taschenlampe kaputt. Verdammt. Andere Waffe. Nee, die andere. Sensoren. Ah. Mutation. Okay. Ihr Dings hier ist orange, also da weißt du schon mal, die hat die ganze Zeit Angst, ey. Meine ja auch. Also, ist nichts mit grün. Okay. Geht's denn hier weiter? Puh.
Also ich finde ja schon, so eine Spiele zu spielen, ist ja schon etwas aufregend. Ich brauche Hilfe. Aber wenn ich in echt... Ich glaube, das würde ich gleich überleben. Einige Kisten müssen jetzt auch geschlossen werden. Bewegen Sie den Cursor, um den Entriegelungspunkt herum zu finden. Die Version des Cursors und der Vibration des Kontrollleiten. Ein Hinweis, aber nur bei der ersten Kiste. Okay, ich hab's jetzt nicht geschafft. Gut. Okay, also das bedeutet jetzt... Aha. Manchmal gibt es mehrere Indianungspunkte, versuchen sie alle zu finden. Das ist ja bekloppt. Ja, das weiß ich ja mittlerweile. War hier, war so? Ach, das ist ja ganz woanders. Ja, das brauchst du mich jetzt mal zu sagen, Freundchen. Der Entdeckungspunkt ist ja jedes Mal woanders. Waffe werfen. LB plus RT. Okay. Und das alles merken kann. Und es geht immer weiter in den Keller. Ich weiß, was sie damit meint jetzt. Also LB plus RT? Nee. So war das. Okay. Ah, ist ja. Jetzt liegt hier schon Gehirn rum. Oder fertig abge. Ach, da fährt das mit dir, Alter. Schlecht. Okay. Der Krone. Ein Schlüssel. Nimm's hin. Oh, was Käfer! Natürlich müssen es Käfer sein. Sah er aus wie eine Spinne oder so. Ekelhaft. Vergessen, LB war das war und RT für den Cocktail schmeißen hier. Also hier ist ziemlich dunkel. Hä? War ich nicht hier gerade schon? Mal
Karte. Die Karte. Keine Karte. Also keine richtige irgendwie. Jetzt bin ich verwirrt. Also hier war ich ja schon überall. Hier nochmal runter. Ich hab kurz übersehen. War die Tür drin, oder? Achso, es geht ja immer um den Strom. Ich hab schon ganz vergessen. Also hier ist der, da ist er. Aha, da muss ich hin. Soll ich dieses mir sagen? Hier geht's weiter. Okay, also ich soll bestimmt da runterspringen. Probier's. Spring! Aha. Partnersymbol, wenn ihr Partner böse wird, wird das Spiel Game Over. Das ist auch geil. Sie können ihrem Partner einfache Befehle geben. Oh Gott, sind das viele Tasten, ey. Y plus nach oben drücken, gleich folgen oder warten. Was wird jetzt, Warte da, Roger. Ich hoffe, sie kann sich alleine verteidigen. Bestimmt. Ich vertraue ihr. Jetzt bin ich immer gespannt. Was jetzt erwartet? Ich hab irgendwie Angst, dass das Ding in den Rücken kriegt. Was? Ist er? Ja. Verarschen? Ach du Scheiße. Blenden Sie Gegner, indem Sie mit LT Taschenlampe auf die Augen richten. Was jetzt, wenn er das gar nicht berührt, aber doch. Da. Ich hab's gesehen. Da. Bing. Oh. Wie denn? Du bist ja witzig. Ich brauch mal Dings. Wie war das? Nee, das war's nicht. Das auch nicht? Ah, das war's. Das ist ja trotzdem falsch. Oh, was ist denn mit dem Mädel? Folge mir! Ja, verstanden! Du bist voll blöd, bist du. Du hast eine Brechstange. Damit könntest du die Käfer töten, aber darauf kommst du nicht, weil du zu blöd bist. Oh mein Gott! Geht's dir gut? Ja, ich war fast ein Claire Sandwich. Oh, Schenkelklopfer. Gut, wenigstens haben wir Strom. Was sollte helfen? Was ist denn das da, Alter? Das sieht ja eher aus wie so ein Versuchskaninchenlabor hier. Ich hoffe, die rafft es. Oh, sieht ja ganz gut aus.
ich jetzt hier richtig? Da war, da raus. Jetzt will ich schon wieder im Kreis laufen. Ach, hier sind die ganzen Dinger. Oh Mann. Ochse, Alter. Und der nächste. Kriegt erstmal einen Zappelanfall? Hat ihm gar nicht. Boah, da. Krass, Alter. Wo jetzt? Ich hab ja auch schon. Oh, ey. Wo ist er denn? Ja, hab ich hier überhaupt irgendwo eine Lebensanzeige? Das war, ist mir jetzt nicht bewusst. Pflanze nehmen. Sehr schön. Wir haben das Zahnrad. Sie haben also Menschen gefoltert. Das ist schon krass, ja. Autsch. Mann, ey. Ich hab gar nicht so viel Munition. Ja, klar. Ich weiß gar nicht. Leck mich, Alter. Logisch. Oh, das ist ja scheiße. Warum bewegt sich das Teil nicht mehr? Meine Freundin jetzt tot oder was? Ey, ist hinter ihm. Ey, lass mich mal vorbei. Geil. Boah, voll einen auf der Mütze. Gelangen Sie in den Blutenstatus. Während Sie bluten, können Sie rennen, nicht rennen. Oh Mann, du warst mir echt fertig, Alter. Also jetzt mal erstmal gucken hier, wie ich diesen, waren das? Hier benutzen. Noch einer von dem Dicken. Hey. Okay. Ach, das ist doch scheiße. Wisst ihr nicht, dass es ein bisschen viel ist? Ja, klar. Alter, Keule.
Ey, du Spacken, ey. Was soll das denn, Alter? Komm, jetzt macht das aber richtig hier, Alter. Ja, genau. Schön drinnen Kopf. Das nenne ich Teamwork. Achso, ich Idiot. Ich hätte ja auch Dings machen können, ey. Ich habe ja die Molotov-Cocktails. Was ich mal früher. Komm, 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 komm. Wo ist er denn? Untergefallen? Jetzt kommt da noch einer. Ich spinne. Geht's dir gut? Ja, geht's dir gut. Nein! Mann, renn doch mal weg, du alte Schwachtel! Oh Gott, seid ihr blöde! Los! Die Frauen, ey. Alter, hey, würde ich so einen Mann spielen, ey? Der würde erstmal mit einer MP, Alter, oder? Schön erstmal richtig durchballern. Warum kommen denn da noch 300 Leute? Bei LB und RT, aber das bringt jetzt auch nicht mehr. Ey, du Spacken, Alter. Na so? Komm, du hast den. Wie? Hier, die hier oben sind alle eingesperrt, Gott sei Dank. Mal checken hier schnell mal eine Nachricht hier. So, jetzt. Ich hoffe, hier unten sind erstmal alle weg. Ich komme jetzt hier unten weiter. Nein! Ach, du bist denn das jetzt? Nochmal. Ey, ist schon wieder einer voll am. Ey. Ist ehrlich, Alter. Ey, wo kommen die denn jetzt alle her, sag mal? Ja, ey, Keule, du hast bestimmt schon 5-mal Brecheisen mir sich gehabt. Stirbt er nicht? Er möchte nicht sterben. Komm, mach mich schneller. Boah. Das ist aber echt enger. Ach komm, noch mehr angerannt. Was, nochmal Brecheisen? Muss ja hier wegrennen. Ah, verdammte Axt. Sei nicht aufgepasst. Hey, nein. Ich war schon, die hatte schon die Tür offen, ey. Nein. Ach, scheiße. Ach, das glaubt dir doch keiner. Oh, nee. Hey, alles nochmal.
kurz vorm Ende. Wie renne ich da rein, ey? Das ist unglaublich. So, jetzt mache ich das nochmal. Jetzt renne ich da nach oben, versuche die alle hochzulocken und benutze gleich das das Ding hier, Alter, den Molotow. Wenn jetzt mal schön alle angerannt kommen. Ach nee, das will ich gar nicht. So, warte mal. Nee. Nein. Ey, Alter. Ich bin... Nein. Ach, die hat nur einen gehabt. Ey, aber jetzt flippe ich aber gleich aus. Ich hab keinen mehr. Schrotflinte ist im Arsch. Wo jetzt war? Ah, nein! Verdammter! Warte mal, wie war das? Nein! Ach, Mann, ey, leck mich, Alter. So war das. Ach, ey. Mich, Mann. Du Spacken, Alter. Mann. Ich habe nichts mehr. Ich hab keine Munition mehr, ey. Sowas hasse ich an Spielen. Ich hab keine Munition mehr, Alter. Ich krieg ja schon so richtig Krampf. Der Typ stirbt nicht. Los.
kann mich echt mal. Was glaubst du, wo wir sind? So. Erstmal eine kurze Pause.